für das Willkommen. Lieber Marc, vielen Dank vor allen Dingen für die Einladung und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht hier auf das Grußwort reduzieren werde, sondern auch versuche, einen Impuls beizutragen. Wir vom Jungwirtschaftsrat, das wurde ja vorhin schon gesagt, sind ja sozusagen diejenigen, die außerhalb Bayerns dafür zuständig sind, Wirtschaft und Politik zusammenzubringen. Und was man ja wirklich hier in der Veranstaltung heute auch schon wieder sieht, was echt fantastisch gelungen ist, ist ja im Prinzip die Blaupause dessen, was unsere tägliche Arbeit ist, im Ehrenamt oder alle, die im Jungwirtschaftsrat tätig sind, nämlich Politik und Wirtschaft zusammenzubringen. Wo kriegt man sowas heute geboten? Mini-Pitches mit echten Start-up-Unternehmern, einen Vortrag vom ehemaligen Ministerpräsidenten, also die ganze Bandbreite, die Wirtschaft und Politik widerspiegeln. Und das ist genau auch wichtig bei dem Thema, über das wir uns hier unterhalten, nämlich die Frage, was wir in Zukunft denken, tun und machen wollen und können. Und da berichte ich jetzt nicht nur außerhalb Bayerns, sondern tatsächlich auch international. Das ist ja heute an vielen Stellen schon angeklungen, dass sich einfach einiges tut auf der Welt. Und ich glaube, es tut Deutschland sehr, sehr gut, hier innezuhalten und nicht auf dem Zufriedenheitszustand zu verharren, sondern sich zu überlegen, was das bedeutet für uns. Und ich will mal ein Beispiel bringen, war gerade letzte Woche beruflich in Indonesien gewesen und bin dort engagiert für eine deutsche private Universität, die für die Hafenbetreibergesellschaft Indonesiens, Klammer auf 100% Staatsunternehmen, einen kompletten Executive Master Programm auf internationalem Niveau gebucht hat, und zwar mittlerweile im 5. Jahr. Und wenn man da von Jakarta zu dem Hafen fährt, dann fahren Sie die vierspurige Autobahn entlang, oder manchmal kriecht man sie entlang, weil da viel Verkehr ist. Da haben Sie noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber dann sehen Sie links und rechts von der Autobahn, sehen Sie riesen Plakate, wie man sie mit Werbung nur von Baumärkten in Deutschland kennt. Und dort werben private Bildungseinrichtungen für Aus- und Weiterbildung, für Vocational Training, für die Leute, die eben nicht schon das Diplom in der Tasche haben, sondern sich eben weiterentwickeln sollen. Und die Hafenbetreibergesellschaft hat mittlerweile im 4. Jahr jetzt auch einfach mal eine eigene Corporate University gegründet, ein moderner Campus, wo sich viele deutsche Universitäten wahrscheinlich die Finger nachlenken würden, mit modernster Ausstattung. Das ist die Situation auf der anderen Seite der Erde, und da sind die Leute wirklich hungrig und die wollen noch vorankommen, und ich glaube, das ist das, woran wir uns auch orientieren müssen. Glücklicherweise, und ich möchte es hier nicht so negativ darstellen, gibt es ja Beispiele in Deutschland, wo das passiert. Da haben wir vier schöne Beispiele hier gesehen. Wir haben ja hier auch in der Zusammenarbeit im Oberwirtschaftsrat Hessen, Baden-Württemberg und Bayern gerade vor wenigen Wochen bei unserem, nun kann man ja sagen, traditionellen Südgipfel auch ein Beispiel gesehen, woran, glaube ich, eins extrem deutlich war. Und ich will es nochmal so deutlich hier in den Fokus rücken. Es geht dort um eine kleine Firma, die sich angeschaut hat, was ist eigentlich das Problem im Pharma-Großhandel. Wir haben zwei Dinge festgestellt. Zum einen die Vertriebsstrukturen mit dem Anspruch, jede Apotheke in Deutschland zwei bis dreimal am Tag beliefern zu können, sind viel zu teuer. Unternehmen, Großhändler zum Teil mit 25 oder 30 regionalen Verteilzentren. Und zum Zweiten, das Abrechnungssystem ist auf gut Deutsch gesagt eine Katastrophe. Sie können als Apotheker Ihre Abrechnung vom Pharma-Großhändler, so wurde uns berichtet, gar nicht selbst entschlüsseln, sondern müssen dafür einen eigenen Berater anstellen, der Ihnen das Monat für Monat zerlegt mit komplexen Rabattierungsmechanismen etc. Und an diesen zwei Punkten haben wir angesetzt. Zum einen haben Sie gesagt, 95% aller Medikamente, die in den Apotheken verkauft werden, sind nicht zeitkritisch. Das heißt, da ist der Kunde, der Patient, nicht darauf angewiesen, die innerhalb von 2 Stunden zu bekommen, sondern es reicht vollkommen, wenn er sie heute bestellt bis 19 Uhr, wenn er sie am nächsten Tag bis um 12 Uhr hat. Und das Abrechnungssystem haben sie eben auch festgestellt, kann man was machen. Und sie haben nichts anderes getan, als ziemlich genau in der Mitte Deutschlands, und das ist halt so an dieser Schnittstelle, Alzenau ist, glaube ich, bayerisches Staatsgebiet, aber ganz nah an Hessen dran und auch in Baden-Württemberg. Von dort aus haben sie ein Zentrallager aufgestellt und beliefern jede Apotheke von Helgoland bis Garmisch-Partenkirchen über den Nachtsprung innerhalb Deutschlands, können dadurch natürlich durch ein Zentrallager und nicht 14 regionale Lager auch ganz anders kalkulieren, und haben ihren Kunden versprochen, bei uns kriegt ihr eine zweiseitige Rechnung jeden Monat, auf der einen sind die Lieferscheine aufgelistet, auf der anderen die Preise, und das heißt, es ist 100% transparent. Was hat das mit unserem Thema heute zu tun, abgesehen davon, dass es eine recht innovative Idee ist? Es geht hier um Zerstörung eines bestehenden Geschäftsmodells.
Der Pharma-Großhandel ist deswegen so nervös geworden, nicht weil drei Verrückte in Halsnau ein neues Pharma-Lager hingestellt haben und da jetzt Apotheken anfangen zu beliefern, sondern weil sie das originäre Geschäftsmodell des Pharma-Großhandels, was sich über 200 Jahre etabliert hat, einfach innerhalb von 3 Jahren ad absurdum führen. Das heißt, die Apotheken kommen mittlerweile zu Ihnen und sagen, Moment mal, das ist ja irgendwie viel, viel praktischer und viel günstiger für uns, wenn wir das bei euch machen und eben nicht mehr die alten Geschäftsbeziehungen hier weiter aufnehmen lassen. Und ich glaube, das ist ein extrem schönes Beispiel, worum es geht. Und ich glaube, da haben wir noch enormen Nachholbedarf und so Veranstaltungen wie heute dienen natürlich dazu, sowas nochmal deutlich zu machen, weil ich glaube, alles, was man auch über Silicon Valley und so weiter lebt, letztendlich ist diese Idee, die dahinter steckt. Und das hat dann natürlich auch mit dem Thema zu tun, was uns hier in Deutschland auch weiter beschäftigen sollte. Es gibt auf der einen Seite natürlich dieser ganze Bereich der Verbesserung der Rahmenbedingungen. Und da könnte ich jetzt einen 2-stündigen Vortrag darüber halten. Wir haben uns als junger Wirtschaftsrat bundesweit sehr intensiv, auch in Berlin und in unseren Bundesländern, damit auseinandergesetzt. Da muss man sich ja schon teilweise wundern, ob da die Entscheidungsträger den Gong schon gehört haben. Das Stichwort VC, also Venture Capital Gesetz, ist ja hier vorhin mal in einem Beitrag angeklungen. Es steht jetzt seit, ich glaube, mittlerweile 10 Jahren in irgendwelchen Koalitionsverträgen drin. Es tut de facto niemandem wirklich weh und trotzdem kriegt die Politik irgendwie nicht hin, bis heute hier massiv irgendwie mal voranzukommen und das Thema einfach mal sauber zu lösen und abzuarbeiten. Folglich eben dann auch die Kapitalisierung von Unternehmen in der Start-up-Phase voranzutreiben. Und das zweite Thema, was mich da auch massiv umtreibt, und da kann ich nur an allen Stellen immer dafür werben, ist das Thema Unternehmertum wieder stärker positiv in der Gesellschaft zu verankern. Und das ist dann eine Frage, die wird extrem spannend. Ich selbst habe mich vor 3 Jahren mit einem kleinen Beratungsunternehmen, ganz analog, nicht digital selbstständig gemacht. Und was ich geerntet habe als Reaktion, war keine Bewunderung oder Anerkennung, sondern waren Fragen von gleichaltrigen Freunden. Bist du verrückt? Hast du eine kleine Tochter? Willst du das Risiko stemmen? Und so weiter. Und das hat mich dann auch irgendwie wachgerüttelt, als ich gesagt habe, hier an der Stelle müssen wir, glaube ich, ansetzen. Unternehmertum muss in Deutschland wieder gesellschaftsfähig werden. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Es ist nämlich im Moment nicht. Es streben Leute in unserem Alter, junger Wirtschaftsrat, eher darauf, eine Verbeamtung im Staatsdienst zu bekommen, als sich mit unternehmerischen Gedanken gut selbstständig zu machen oder eben zumindest das Thema an verschiedenen Stellen positiv zu befördern. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir an allen Punkten, wo es uns irgendwie möglich ist, vorantreiben müssen. Und einen zweiten Punkt möchte ich ansprechen, der jetzt auch gerade die Parteien schon in einer gewissen Hinsicht auf 2017, da steht ja wieder eine Bundestagswahl an, auch umtreibt bei dem Thema Digitalisierung, aber aus meiner Sicht noch gar nicht weit genug gedacht wird, ist ja nicht die Frage, was können wir noch tun, um gesellschaftliche oder politische Rahmenbedingungen irgendwie zu verbessern, um Digitalisierung auch in den Köpfen irgendwie voranzutreiben, sondern die Frage geht ja tatsächlich dorthin, wie wollen wir als Parteien, da sehe ich eben den C im Namen durchaus, als mit einer besonderen Verantwortung ausgestattet. Wie wollen wir unser digitales Leitbild für unsere Gesellschaft in Zukunft entsprechend gestalten? Und es eben nicht in die Abhängigkeit geben, die neuesten Entwicklungen, die wieder im Moment aus den USA, in 15 Jahren vielleicht aus China oder was auch immer herkommen, einfach zu nehmen und zu sagen, naja, da müssen wir uns jetzt irgendwie mit abfinden oder wir werden eine Lösung finden, wie wir damit zurechtkommen, sondern wo sehen wir unsere gesellschaftliche Struktur im Einklang mit dem, was wir immer noch als soziale Marktwirtschaft bezeichnen, was wir in der Stelle, glaube ich, wieder sehr gut, wenn wir in die Ursprünge zurückgehen, rausholen können und sagen können, wo sehen wir hier unser Leitbild, wie wollen wir uns als Gesellschaft in dieser digitalen Welt aktiv stellen. Und dann können wir auch ganz anders mit den Dingen, die aus den anderen Ländern uns herangetragen werden, glaube ich, umgehen. Das ist kein Thema, was sich in den nächsten im nächsten Jahr einfach lösen lässt, aber ich glaube, es ist eines, was wert ist, wenn man Wirtschaft und Politik im Dialog hat, hier auch mal einen Schritt größer zu denken und nicht sich nur an den aktuellen Themen eben festzuweisen. Ich hoffe sehr und bin auch dankbar darum, dass wir ausreichend Raum hatten, das zu tun, dass nicht die
Flüchtlingskrise, die sie immer genannt wird, oder Problematik oder wie auch immer man das bezeichnen mag, zu sehr diese allzu wichtigen Fragen überlagern. Es ist ja nicht so, dass alle anderen Themen dann deswegen von der Tagesordnung verschwunden sind, aber ich habe so ein bisschen der Politik so das ungute Gefühl, dass sich alle im Moment da draufstürzen, weil man da jetzt im Moment ganz aktiv zeigen kann, man ist ein guter Politiker oder versucht es zumindest zu sein. Ich glaube, es ist extrem wichtig, von solchen Veranstaltungen hier den Impuls mitzunehmen. Es gibt eben ganz, ganz massiv drängende Themen, die leider eben nicht in den humanitären Bereich unmittelbar reingehen, deswegen vielleicht nicht so akut erscheinen, aber die doch für uns einfach existenzentscheidend sind. Da kann ich nur jeden dazu ermuntern, das deswegen auch neben all den anderen Herausforderungen mit aufzunehmen. Und es gibt ein Thema, was uns auch noch massiv umtreibt, das möchte ich dann in dem Zusammenhang gerade nochmal anschneiden, das ist nämlich die Frage, wie definieren wir eigentlich den modernen Staat? Viele der Themen und Probleme, die hier genannt sind, angefangen von Demografie bis eben hin zur Digitalisierung, stellt sich ja Deutschland auch als Gesellschaft an, wo da die Reise hingehen könnte. Und für mich ein ganz essentieller Baustein ist hier, wie sich der Staat in Zukunft aufstellt. Und zwar einmal vor der Frage, welche Rolle habe ich als Staat? Möchte ich hier mehr Aufgaben übernehmen und dafür auch natürlich entsprechend mehr Steuern benötigen, oder möchte ich wieder dorthin kommen, was man in der Unionsfamilie eigentlich irgendwo zu Zeiten von Edmund Stoiber mal anerkanntes Gesetz war, nämlich weniger mich einzumischen und dementsprechend auch die individuellen Unternehmer einfach auch wieder mehr machen zu lassen. Ich glaube, hier wird im Moment viel zu wenig in die Richtung der argumentiert, die Ideen scheinen in weite Ferne gerückt, und da kann ich nur wirklich dazu appellieren, das Thema wieder aufzugreifen. Auch letztendlich dann vor der Frage Digitalisierung der Verwaltung. Im Moment wird ja Digitalisierung der Verwaltung so verstanden, dass man alle bestehenden Prozesse versucht, auf eine Desktop-Anwendung zu bringen. Sprich, wenn Sie eine Steuererklärung heute digital machen, dann sieht die 1:1 so aus wie der Papierbogen. Das muss wahrscheinlich aus irgendwelchen regulatorischen Gründen so sein. Fakt ist, dass die Digitalisierung, das sieht man ja in jedem Startup, die Chance eigentlich gibt, Prozesse vollständig neu zu denken. Das findet in der Verwaltung meines Erachtens noch überhaupt nicht statt. Ja, ein kleiner Abriss der Themen, die wir dieses Jahr im Jungwirtschaftsrat auch zum Teil in Kooperation mit euch hier schon bearbeitet haben. Ich kann jeden nur auffordern, von der Veranstaltung auch solche Impulse aufzugreifen, wirklich aktiv an allen Stellen, die einem zur Verfügung sind, die Themen auch voranzubringen. Wir als junger Wirtschaftsrat versuchen da unseren Beitrag an den Stellen, wo es geht, zu leisten. Und ich kann letztendlich zum Abschluss noch eine Gegeneinladung aussprechen. Wir werden uns nämlich in 14 Tagen, am 7.11. dieses Jahr in Erfurt treffen, im 25. Jahr der Deutschen Einheit, erstmals auf dem Gebiet der neuen Bundesländer mit unserem jungen Wirtschaftstag. Und wir werden dann auch nochmal das Thema Startup und Digitalisierung als Leitthema haben, und würde mich freuen, wenn der ein oder andere Interesse hat, da in die Richtung auch weiter mit uns zu diskutieren. Einladungen können wir über dich mal gerne organisieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gute Veranstaltung.